versömmerte einmal ein Berner Senn namens Rees sein Vieh auf der Balisalp im Hasle. Als er nun eines Abends seine Kühe gemolken hatte und sie wieder in die Weide hinausziehen ließ, schaute er noch eine Weile, den überschäumenden Milcheimer in der Hand, nach den Schneebergen. Brees rief seiner Liebsten nach der Seealp den Alpsegen zu. Er schritt in die Hütte, trank im Milchkämmerlein noch ein Näpflein Milch und stieg danach auf die offenen Nistern, wo er sich ins wilde Heu legte und sogleich einschlief. Aber mitten in der Nacht weckte ihn das Aufschlagen der Hüttentüre. Und er hörte ein seltsames Knistern und Knattern im Herd. Verwundert richtete er sich auf, und nun sah er zu seinem Erstaunen unten in der Hütte drei fremde Männer, die eben den großen Kessel zum Käsen über das aufflackernde Feuerlein der Wellgrub rückten. Wie sind diese fremden Männer in meine Hütte gekommen? Habe ich nicht die Türe fest mit dem Riegel verrammelt? Was haben wohl die fremden Gesellen ein Bier zu schaffen? Oh Gott, was tun sie da? Oh Gott, was tun sie da? Was tun sie Ist Erschrocken schaute Rees von seinem Heulager dem Tun und Treiben der drei nächtlichen Gäste zu. Der junge, blasse Knecht mit dem flachsfarbenen Schopf ergriff ein gewundenes Horn und schritt damit der Türe der Hütte zu, die sich von selbst öffnete. Und nun vernahm der aufmerksam lauschende Rees wundersame Töne, wie er sie bisher noch nie weder gehört noch geträumt hatte. Ein grenzenloser Jubel, eine über alle Berge hinaus jauchzende Lerchenseligkeit war in dem wundersamen Lied. Es war ihm, als höre er seine Herde in stillem Reihen um den Sänger herumgehen. Da verlässt ihn die Angst und er stimmt in dieses Lied mit ein. Unterdessen hatte der riesenhafte Zen am Herd seine Verrichtung beendet. Er schöpfte die Schotte in 3 bereitstehende Gäpsen hinein. Aber seltsam. In der einen Gäpse erschien die Milch blutrot, in der zweiten grasgrün und in der dritten schneeweiß. Mit klopfendem Herz musste der Res nur immer so zuschauen. Aber plötzlich schrak er zusammen, denn der riesige Zen rief mit fürchterlicher Stimme zu ihm hinauf: Zitternd, aber gehorsam erhob sich Res von den Nistern, denn der blasse Jüngling hatte ihm freundlich zugenickt. Als er das Leiterchen hinabgestiegen war, führten ihn die 3 Männer vor die 3 Gäpsen. Und dann sprach der riesenhafte Zen: Siehe auf eine Es ruckte und zuckte es in allen Gliedern. Darauf sagte der Grüne: Unversehens schüttete er einen ganzen Haufen Silbertaler und Goldstücke dem Hirten vor die Füße, dem die Augen vor ihrem Glanze fast übergingen. Der blasse, goldlockige Jüngling aber stand ruhig, auf sein Alphorn gestützt da, und sagte dann weichen Tones: Da rief der Res: Die Kraft des Riesen und die goldenen Schätze, ich brauch. sich und frisch schmeckt mir die Milch, aus der heißen Als der Hirt am anderen Morgen erwachte, lag neben ihm das Alphorn. Und als er nun vor die Hütte hinaustrat, begann er, das Horn zu blasen und zu singen.